Meine Damen und Herren, wir sind tief erschüttert über den Tod des Polizeibeamten in Mannheim. Er hat durch die unfassbar brutale Messerattacke sein Leben verloren. Er war mutig eingeschritten, um Leben zu retten. Er ist im Dienst für unser aller Sicherheit gestorben. Ich war gestern zusammen mit dem Innenminister von Baden-Württemberg, Thomas Strobel, in Mannheim, um für die Bundesregierung unsere Anteilnahme dort auszudrücken. 8.000 Menschen haben sich versammelt. Vertreter aller Religionen haben Gebete gesprochen, auch Muslime. In diesen Tagen brauchen wir dieses starke Zeichen des Zusammenhalts und der gemeinsamen Trauer um den jungen Beamten. Wir lassen uns von Extremisten und Terroristen nicht spalten. Wir unterscheiden zwischen Muslimen, die zu uns gehören, und Islamisten, die wir mit aller Härte bekämpfen. Unser größter Respekt und unsere größte Anerkennung gilt allen Polizeibeamtinnen und Beamten, die tagtäglich für unsere Sicherheit in unserem Land sorgen. Diese Tat zeigt aber auf furchtbare Weise, wie gefährlich dieser Dienst sein kann. Es ist gut, dass der Generalbundesanwalt die Ermittlungen gestern Abend aufgrund klarer Hinweise für ein islamistisches Motiv übernommen hat. Das zeigt, wie ernst der Rechtsstaat die islamistische Gefahr nimmt. Unsere Sicherheitsbehörden haben die islamistische Szene fest im Visier und wir verstärken diesen Kampf weiter. Der Täter muss mit der maximalen Härte des Gesetzes bestraft werden. Und noch eines will ich sagen, auch diejenigen, die dieses furchtbare Verbrechen auf widerwärtige Art und Weise, nämlich menschenverachtend, verherrlichen und noch mehr Hass im Netz verbreiten, müssen hart verfolgt werden. Es ist gut, dass auch dort Ermittlungen laufen. Und ich will noch einmal erwähnen, dass das BKA seit dem 7. Oktober islamistische Hasspostings in einer Größenordnung hat löschen lassen können. Es sind mittlerweile 9.400. Das zeigt, wie hart wir dort auch vorgehen.